Plastikmüll in Gewässern ist ein globales Problem. Jede Minute landet etwa eine Lkw-Ladung in den Ozean. Meist gelangen Einwegprodukte oder Plastikverpackungen über Flüsse ins Meer, wie hier zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina, wo sich Tonnen von Müll vor einem Wasserkraftwerk stauen. Künstliche Intelligenz, kurz KI, kann das Problem natürlich nicht von heute auf morgen lösen. Aber meine Arbeit am DFKI hat mir gezeigt, dass sie eine Menge Positives für saubere Gewässer beitragen kann. Das Kompetenzzentrum DFKI for Planet in Oldenburg ist der Ansprechpartner, wenn es um künstliche Intelligenz für Umweltschutz und Nachhaltigkeit geht. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen spielen hier eine besonders große Rolle, insbesondere der Schutz des Meeres. Wie dringlich Lösungen benötigt werden, zeigt die Meeresoffensive für saubere Ozeane, die die Bundesregierung kürzlich auf den Weg gebracht hat. Der Meeresphysiker und DFKI-Wissenschaftler Oliver Zielinski beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik. Du bist ja nicht nur Leiter des Forschungsbereiches Marine Perception am DFKI, sondern hast auch das Kompetenzzentrum DFKI for Planet gegründet. Wie kam es dazu? Als ich vor 3 Jahren zum DFKI gekommen bin, da habe ich gesehen, dass am DFKI unheimlich viel Potenzial ist, Projekte schon laufen im Bereich Umwelt, Nachhaltigkeit. Dann habe ich einen Aufruf gestartet und da kam sehr viel Resonanz und daraus ist das DFKI for Planet entstanden. Die Vereinten Nationen haben ja in ihren Nachhaltigkeitszielen dieses Nachhaltigkeitsziel Nummer 14 sehr klar beschrieben, der Schutz des Lebens unter Wasser. Darauf zahlt ja dann die KI-Forschung ganz direkt ein, oder? KI hilft hier, sichtbar zu machen und auch messbar zu machen, welcher Müll in die Umwelt gelangt. KI ist ein sehr mächtiges Werkzeug und wenn wir dieses Werkzeug dafür einsetzen, um einen besseren Blick auf unsere Umwelt zu haben und Kreislaufsysteme zu fördern, dann ist KI eben auch ein wichtiges Element für eine bessere Zukunft. Was ist das große Problem von Plastik, der ins Meer gelangt? Der Plastikmüll wirkt eben als Falle für Tiere, die verheddern sich da drinnen, kriegen keine Luft, können nicht schwimmen. Plastikmüll wird durch die Sonneneinstrahlung und durch die Bewegung im Meer aber auch kleiner gebrochen, wird zu Mikroplastik, wird als Nahrungsmittel wahrgenommen und am Ende gelangt das Ganze dann auch noch in die Nahrungskette bis auf unseren Teller. Der DFKI-Wissenschaftler Mathis Wolf hat einen Algorithmus entwickelt, mit dem sich die Menge sowie die Art von Plastikmüll in Gewässern erfassen lässt. Für das Training seines KI-Modells benötigt er Daten. Dazu lässt er oftmals auch selbst eine Drohne aufsteigen, an der Kamerasensoren aus der Luft Müll in Gewässern erfassen können. Kambodscha war ja euer Startpunkt. Dort habt ihr damals als erstes KI-Methoden eingesetzt, um Plastikmüll in Gewässern und Flüssen zu erfassen. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wir haben zusammen mit lokalen Partnern gearbeitet. Das war ein Drohnenunternehmen, die haben die Befliegungen von den Gewässern oder auch Küsten gemacht und die Bereiche in verschiedenen Höhen abgeflogen und so den Müll über Bilder erfasst. Wie ist es dann weitergegangen und wo kommt denn auch die KI dann ins Spiel? Ja, die Bilder wurden dann erstmal vorgelabelt, zum Beispiel verschiedene Mülltypen, also Plastikflaschen, Mülltüten unterteilt. Und die gelabelten Daten sind dann zum Training von den neuronalen Netzen eingeflossen und dadurch haben dann die neuronalen Netze gelernt, Muster zu erkennen, um zwischen jetzt Plastikmüll wie Mülltüten oder Plastikflaschen zu unterscheiden. Und es gibt eben für Kambodscha einen größeren Plan, wo Plastikmüll massiv reduziert werden soll bis zum Jahr 2025. Die KI-Methoden, die ihr zuerst in Südostasien angewendet habt, die sind ja mittlerweile auch ausgeweitet worden auf zum Beispiel Bosnien-Herzegowina oder auch zuletzt im Ahrtal nach der schlimmen Flutkatastrophe. Wie kann KI dort helfen, diesen Müll zu beseitigen oder zu erfassen? Plastikmüll ist nicht nur ein Problem in Südostasien, sondern auch hier in Europa. Und zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina, da ist unweit dieses Staudamms, wo wir eben das Monitoring gemacht haben, eine Mülldeponie. Von dort aus wird dann Plastikmüll eingetragen ins Gewässer und unsere Technologie
dient dazu, das erstmal zu erfassen, das erstmal abzufliegen und eben auch zu dokumentieren und im Nachgang dann eben auch auszuwerten und Informationen über Mülltypen zu geben, was ist da für Müll drin und das dann zu nehmen, um eben auch Entscheidungen zu treffen, diesen Müll zu reduzieren. Künstliche Intelligenz benötigt eine gute Datengrundlage. Aber natürlich stehen hinter allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Team an Lösungen arbeiten. Das Kompetenzzentrum DFKI for Planet bietet eine wichtige Plattform für den Austausch von innovativen Anwendungen von KI für den Umweltschutz und mehr Nachhaltigkeit. Eine davon haben wir heute vorgestellt. Aber natürlich kann KI noch viel mehr.